Herzlich willkommen zurück, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Digitalen Logistik heute Forum Sicher und Nachhaltigkeit, Lebensmittellogistik heute und morgen. Mein Name ist Matthias Pieringer. Für diejenigen, die jetzt sich vielleicht erst jetzt zuschalten, ich bin Chefredakteur beim Fachmagazin Logistik heute und darf Sie als Moderator durch den heutigen Tag begleiten. Wir kommen nun zur Podiumsrunde, in der es um die Top-Herausforderungen in der Lebensmittellogistik für Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung gehen wird. Ich darf Ihnen herzlich vorstellen und dann auch gleich begrüßen hier bei uns auf der virtuellen Bühne. Zunächst Thomas Schlüter. Er ist Teamleiter Vertrieb Dach Food and Beverage Grocery bei der Dematic GmbH. Er ist seit mehr als 12 Jahren im Bereich der Fördertechnik und Intralogistik aktiv. Seit 2019 ist er Teil des Vertriebsteams der Dematic GmbH. Zunächst für Zentraleuropa in Funktion eines Sales Managers für das Vertriebsteam Food and Beverage and Grocery. Aktuell ist er Teamleiter für den Vertriebsbereich Food and Beverage and Grocery in der Dachregion. Herzlich willkommen, Herr Schlüter. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich begrüße des Weiteren Tim Diefenbach auf der virtuellen Bühne. Er ist Manager für Supply Chain und Logistics mit dem Fokus auf die Retail- und Consumer-Industrie bei PwC. Herzlich willkommen, Herr Diefenbach. Hallo, freue mich, hier zu sein. Und ich darf Ihnen vorstellen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dr. Giovanni Prestifilippo, Geschäftsführer der PSI Logistics GmbH. Dr. Prestifilippo ist seit 2013 Geschäftsführer der PSI Logistics, bei der er zuvor seit 2008 Bereichsleiter und Prokurist am Standort Dortmund war. Der promovierte Informatiker hat speziell die Entwicklung und Vermarktung des Produktes PSI Global von Beginn an geleitet und geprägt. Zuvor war Dr. Prestifilippo seit 1919 am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund in verschiedenen Funktionen tätig und promovierte an der Fakultät Maschinenbau der Uni Dortmund über effiziente Algorithmen in der Logistik. Herzlich willkommen, Dr. Prestifilippo. Herr Pieringer, guten Morgen. Vielen Dank. Schön, dass Sie alle da sind. Wir hatten ja vor der Pause, hatten wir die Frage gestellt nach den Top-Herausforderungen oder nach der Top-Herausforderung für die Unternehmen in der Lebensmittellogistik. Hier würde ich jetzt gerne das Ergebnis einblenden mit der Wortwolke. Das ist ein sehr schön geformter Konsumentenkorb mit verschiedenen Lebensmitteln, die wir da drin finden. Ja, was haben wir denn? Was können wir jetzt aus dieser Wortwolke lernen? Wir können hier sehen, was ist besonders von den Teilnehmern angesprochen worden. Wir sehen hier die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kommt ganz groß vor. Die Automation, die CO2-Minimierung, Verpackungen haben wir ganz oben stehen. Das bei der Milchflasche ganz oben draufstehen. Wir haben noch die Kreislaufwirtschaft wurde genannt, der Kostendruck. Ja, also sehr viele interessante Herausforderungen, die angesprochen wurden, nehmen wir jetzt auch gerne dann gleich in der Podiumsrunde auf. Vielen Dank, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie mitgemacht haben. Und auch nochmal herzlichen Dank an meine Kollegin für die wundervolle Gestaltung dieser Wortwolke in Form eines Konsumentenkorbes. Ich möchte gerne, bevor wir dann loslegen mit der Podiumsrunde, nochmal für Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine Frage reingeben hier. So, stimmen Sie bitte ab. Lebensmittellogistik, in welchem Bereich sehen Sie das größte Optimierungspotenzial? Ist es die Supply Chain Strategie? Sind es die Intralogistikprozesse? Transportlogistik, die IT-Landschaft, das Lieferantenmanagement oder ein anderer Bereich? Also Sie haben eine Antwortmöglichkeit und wir sind gespannt, wo sehen Sie persönlich das größte Optimierungspotenzial in der Lebensmittellogistik? Wir haben jetzt schon die Herausforderungen, nach den Herausforderungen hatten wir schon gefragt über die Wortwolke. Jetzt würde uns noch interessieren, in der Lebensmittellogistik, in welchem Bereich sehen Sie das größte Optimierungspotenzial? Supply Chain Strategie, Intralogistik, Transportlogistik,
IT, Lieferantenmanagement oder ist es auch ein anderer Bereich, wo Sie sagen, ja, hier ist derzeit das größte Optimierungspotenzial. Auch für die gleich folgende Podiumsrunde gilt natürlich die Einladung. Bringen Sie sich gerne ein mit Fragen, Anmerkungen, greifen wir sehr gerne auf dann in unserer Runde. So, jetzt nochmal die Frage an die Regie. Können wir jetzt schon, alles klar? Wundervoll. Dann bitte ich jetzt darum, das Resultat einzublenden. So, hier haben wir es. Ganz vorne liegt die Supply Chain Strategie mit 38%, gefolgt von der Transportlogistik mit 19%, den Intralogistikprozessen mit 16%. Die IT-Landschaft und das Lieferantenmanagement teilen sich Platz 4 mit jeweils 13%. Ja, vielen Dank, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie mitgemacht haben. Wir wollen jetzt gleich in unsere Diskussion einsteigen. Wir haben es ja schon angesprochen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehen zahlreiche Herausforderungen in der Lebensmittellogistik. Meine Frage an die Runde, mit welchen Anforderungen, jetzt wieder anders gesprochen, treten denn die Unternehmen aus der Lebensmittellogistik derzeit an Sie heran? Vielleicht möchte direkt der Dr. Prestifilippo starten. Ja, Herr Behringer, ja, danke. Also das, was man durchaus stark in den letzten 2 Jahren beobachtet, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, war in der Punktwolke oder in der bewerteten Wolke auch durchaus sichtbar, dass viele Unternehmen ihre Supply Chain, fast auch zu der Dominanz und Supply Chain Strategie, dass sie so stark gewählt wurde, dass viele Unternehmen sehr wohl sagen, wie stark CO2-lastig ist die bestehende Logistikstruktur und dass viele Unternehmen uns entsprechend anfragen, gerade mit dem Produkt PC Global, dass man die Logistiknetze nach CO2-Werten optimieren will, sprich minimieren möchte. Das ist schon eine starke Präsenz, die wir in den letzten Monaten, in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark wahrnehmen. Also eine starke Nachfrage. Herr Diefenbach, was sagen Sie? Ja, vielleicht ergänzend dazu, gerade wenn man in Richtung Lebensmittelhandel schaut, wo Kunden uns immer wieder an uns rantreten, letztendlich ist die Sortimentsbreite, also Kunden und Konsumenten wollen immer mehr Qualität, Transparenz, Verfügbarkeit und auch Nachhaltigkeit bei den Produkten. Das Ganze führt zu einer Steigerung der Sortimentsbreite, ja, und auch einem höheren Druck, was die Verfügbarkeiten betrifft. Und man muss verschiedene Kategorien letztendlich da vereinen. Ja. Also man hat zum Beispiel Ultra Fresh, Fresh, Chilled und Frozen Food, die alle sehr spezifische Anforderungen haben, verschiedene Kategorien sind, wo letztendlich eine eigene Supply Chain schon schwer genug ist aufzusetzen. Und jetzt gibt es eben die Herausforderung, die zusammenzubringen in ein einheitliches Supply Chain Konzept und auch Netzwerk. Und das ist eine Herausforderung, die wir letztendlich gerade immer mehr sehen, gerade im Handel. Und da bekommen halt die ganzen Themen wie Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit oder Transparenz noch eine viel höhere Wichtigkeit oder auch Komplexitätsstufe an der Stelle. Herr Schlüter, was würden Sie sagen? Mit welchen Anforderungen wenden sich die Unternehmen aus der Lebensmittellogistik verstärkt derzeit an Sie? Ja, also gerade als Automatisierungshersteller sehen wir die größte Herausforderung in der Energiereduktion. Also dem gegenüber stehen wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt gegenüber. Energiereduktion in Form von Energierückgewinnungssysteme, Standby-Modus bei unserem Shuttle-System. Das sind alles Fragen, die sehr, sehr häufig aufkommen. Seit 2021 kann ich jetzt aus der Sicht der Thematik sagen, sind wir in der Lage, durch Austausch von Motoren und hocheffizienten Antriebstechnologien unsere Energieverbräuche um 25% zu reduzieren. Wie gesagt, das sind die größten Herausforderungen für uns in diesem Bereich. Wenn man jetzt von den Anforderungen der Kundenunternehmen aus der Lebensmittellogistik ausgeht, die wir jetzt auch gehört haben, wo oder mit welchen Lösungen
kann man ansetzen, um diesen Anforderungen und Herausforderungen gerecht zu werden? Vielleicht fangen wir direkt wieder bei Dr. Presti-Filippo an. Ja, also die viele Instrumente zur Lösungsbildung sind schon durchaus vorhanden. Also was man durchaus sieht, ist, dass jetzt die Nachfrage, die Anwendung, der Einsatz von solchen Systemen stark genutzt wird. Beispiel, in den letzten 2 Jahren waren bei den Lebensmittelproduzenten, schon was man sich jetzt beides mal hervorheben darf, ein sehr in Deutschland bekannter Kartoffelchips-Hersteller, der sehr wohl sagte, er will nicht nur die Transport- und die Produktionskosten minimieren, also sprich gegenseitig optimieren, sondern gleichzeitig zu sagen, wie kann er die Transporte so durchführen, dass die CO2-Belastung reduziert wird. Und das, was halt spannend war an der Stelle zu sagen, dass sowohl die CO2-Emissionen im Transport nach der europäischen DIN-Norm der 16258 reduziert werden, beziehungsweise auch bei der Produktion, bei den verschiedenen Produktionsanlagen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit existieren, in Summe zu optimieren. Das muss ich sagen an der Stelle. Früher hat man durchaus Logistiknetze, Supply Chains, also Transport, Lagerung, Produktion nach Kosten minimiert, dass dort nach CO2 minimiert wurde. Und das Logistiknetz bzw. Produktionsnetz, was dort herauskommt, entsprechend auch für den Carbon Footprint in dem Unternehmen, auch dazu dient, nachweisen zu können, mit dem, was heute schon möglich ist, Nachhaltigkeit auch auszuweisen, bevor natürlich noch all die weiteren Schritte, die wir auch schon heute Vormittag gehört haben, geschehen mit Verpackungen und anderen Optimierungen zu sagen, mit dem, was man schon heute machen kann, das Bestmögliche an CO2-Werten zu reduzieren und für das Unternehmen, aber auch für den Konsumenten, das ja auch positiv wirkt, zu sagen, das System ist auch dahingehend optimiert worden und wird auch permanent optimiert, dass diese CO2-Reduktion auch umgesetzt werden. Sie sind ja ein Experte für Algorithmen. Welche Rolle spielen denn, um diese Ziele dann zu erreichen, moderne IT-Lösungen und Algorithmen? Ja, die Algorithmen sind jetzt weniger das Problem, sondern eher die Vernetzung der Systeme. Wobei, das ist auch nicht mehr das Problem. Man muss einfach an der Stelle seine Daten aus dem ERP-System, aus seinem Warehouse-Management-System, aus seinem Transport-Management-System zusammenführen und entsprechend dann in der Modellierung, ich nenne es mal vereinfacht dargestellt, nicht nach Kosten minimieren, sondern an der Stelle die Kostenfunktionen, also sprich nicht nach Euros, sondern nach CO2 oder anderen Kriterien zu minimieren. Was spannend ist, das hatten wir eigentlich schon letztes Jahr auf der Logimat auch gezeigt, das wird dieses Jahr auch wieder spannend sein, dass zunehmend in diesen Transport-Logistiksystemen die Prüfung stattfindet im Sinne von Wechsel der Transportfahrzeuge von klassisch Verbrennungsmotoren auf elektrische Fahrzeuge, dass zunehmend viele Unternehmen sich die Frage stellen, wie sieht denn eigentlich eine Logistik aus, wenn denn jetzt dann die Transportflotte rein auf elektrische Fahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge umgestellt wird? Was für einen Impact hat das auf das Logistiknetz? Und aktuell, also Stand 2022, nicht ganz so aktuell, gab es jetzt in Deutschland so 75.000 Ladesäulen, die wir auch dann in unser System durch öffentliche Quellen, sind die auch zugänglich, integriert haben. Und dann die Unternehmen quasi die Kalkulation durchführen können, wie viele Elektro-LKWs bräuchte man denn und wo sollten die denn logistisch aufgeladen werden? Sollte das immer bei den Produktionsstandorten sein oder bei den Logistikstandorten sein, beim Kunden? Das heißt, die nächste Stufe, vor der ja viele Lebensmittelhändler, viele Lebensmittelproduzenten gerade stehen, wenn ihr jetzt auch auf Elektrofahrzeuge, nenne ich mal dominant, schnell vertreten, vielleicht auch Wasserstoff, aber Elektro-LKWs sind gerade etwas dominanter präsent, bricht dann das System zusammen, wird es unendlich teuer. Wo könnte es liegen? Das ist jetzt gerade sehr aktuell, zusätzlich neben dem Common Footprint, was ich gerade beschrieben hatte, eine Betrachtung, die viele Unternehmen zusehends durchführen. Vielen Dank, Herr Dr. Presti-Filippo. Herr Diefenbach, Sie hatten eben angesprochen, die hohe Sortimentsbreite und die verschiedenen Anforderungen, die sich dann auch daraus ergeben. Aus Ihrer Sicht, mit welchen konkreten Lösungsmöglichkeiten
und Konzepten kann man den Anforderungen gerecht werden? Ja, genau. Ich glaube, gerade bei diesem Thema fängt es in der Supply Chain Strategie an. Und wir haben ja auch gesagt, Supply Chain Strategie, oder, ist das wichtigste Thema hier in der Runde. Und grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht drei große Themen, die man da angehen muss. Ich muss meine Supply Chain entsprechend segmentieren. Das heißt, ich muss mir erstmal die Anforderungen strukturieren, schauen, okay, was für Anforderungen habe ich in welchem Warenfluss. Und dann entsprechend die Warenflüsse zusammenlegen in ein Flusskonzept letztendlich für meine gesamte Supply Chain. Ja. Und dieses Flusskonzept, Herr Dr. Presti Filippo hat es schon angesprochen, unterliegt letztendlich der Voraussetzung, dass meine Systeme innerhalb der Supply Chain vernetzt sind. Sobald das letztendlich der Fall ist, kann ich auch dynamisch meine Warenflüsse und die verschiedenen Flows in meiner Supply Chain steuern und erreiche dadurch entweder höhere Nachhaltigkeit, höhere Verfügbarkeit, weil ich eben dynamisch steuern kann. Mache ich jetzt eine Direktlieferung, gehe ich über meine Lager, was ist in diesem Augenblick die beste Option? Und die Umsetzung von so einem Konzept beispielsweise ist auch was wir mit einem Kunden letztes Jahr aus der Lebensmittelhandelsindustrie umgesetzt haben. Ein weiteres Thema, und das ist der dritte Aspekt, den ich da gerne einbringen würde, ist das ganze Thema der Vertikalisierung. Gerade im Handel ein Thema oder vertikale Integration auch durch Own Brands, durch eigene Fertigung, komme ich in eine Art Kontrolle, die es mir erleichtert, diese Vernetzung letztendlich darzustellen, da ich nicht mehr über Unternehmensgrenzen hinweg kollaborieren muss, sondern ich bin innerhalb meines Unternehmens, ich habe vielleicht dieselbe Systemlandschaft und kann dadurch eben diese Kollaboration noch viel mehr forcieren oder auch verstärken am Ende. Genau. Am Ende geht es um die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Spielern in der Wertschöpfungskette. Was würden Sie denn raten, wenn, Sie hatten ja Collaboration auch angesprochen, was würden Sie denn raten, ja, um die Partner in der Lieferkette stärker zusammenarbeiten zu lassen? Sie haben als wichtigen Punkt angesprochen, bei Unternehmen, wo es jetzt nicht möglich ist, vertikal zu integrieren in der Wertschöpfungskette, ja, wie könnten die denn vorgehen, strategisch auch gesehen dann? Ja, strategisch muss man immer schauen, wie auch bei meinen Kunden ist, auch bei meinen Zulieferern, eine gewisse Klassifikation und eine gewisse Wichtigkeit letztendlich spielt eine große Rolle. Mit sehr, sehr wichtigen Zulieferern kann man in Richtung strategische Partnerschaften denken, so dass man letztendlich die Prozesse integriert. Also wir haben, was die Kollaboration betrifft, verschiedene Level der Kollaboration. Da gibt es von wirklich voller Integration. Man arbeitet über selbe Systeme, über Schnittstellen, vielleicht sogar auf derselben Plattform zusammen. Man teilt Forecasts, man teilt dann direkt die Bestellungen. Das heißt, man hat einen gewissen Rahmen, in dem man sich auch bewegen kann, was Mengen betrifft, bis hin zu der klassischen Lieferantenbeziehung von ich verhandle einen Preis und gebe eine Order ab. In dieser Spanne gibt es natürlich eine breite Schnittmenge. Was sehr wichtig ist, ist, dass ich mit strategischen Zulieferern eben in Richtung gemeinsame Wertschöpfung gehe und letztendlich hier über Forecast-Sharing, über gemeinsames Order-Management letztendlich versuche, die beiden Prozesse nahtlos ineinander übergehen zu lassen. Ja. Vielen Dank, Herr Diefenbach. Herr Schlüter, Sie hatten es eben angesprochen bei der Eingangsfrage, dass ja Energiesparen auch ein sehr wichtiges Thema ist, also als Herausforderung, die sich den Unternehmen stellt. Wo setzen Sie an? Welche Konzepte und Lösungen können Sie beitragen, damit die Unternehmen ja zum Beispiel Energie sparen können oder ihre Prozesse in der Intralogistik verbessern können?
Genau, ich hatte es ja auch eingehend schon mal kurz angeschnitten. Also wir arbeiten da an vielen Themen. Also das Buzzword Energierückgewinnungssysteme, ne, das setzen wir schon seit geraumer Zeit an, zum Beispiel bei unseren großen Regalbediengeräten, ne. Da geht es halt darum, wir gehen dort immer von 0 auf 100 sofort mit der Beschleunigung, ne. Und die entstehende Wärme zum Beispiel, die können wir über Stromgeneratoren umwandeln in Energie und die stellen wir dann zum Beispiel in der Fortzone oder in anderen Gassen, wo gerade diese Leistungsspitzen abgefragt werden, zur Verfügung. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ne. Das bedingt dann natürlich neueste Antriebstechnologien und neueste Motoren. Dann haben wir zum Beispiel für unser Shuttle-System, also für unsere automatische Kleinteilelagerung, haben wir einen Energy Safe Motors. Das heißt, in der Vergangenheit wurden unsere Shuttle-Systeme weiter mit Energie versorgt. Jetzt haben wir intelligente Steuerung dahinter, die dann halt sagen, okay, in dieser Zeit, wo ihr keine Aufträge habt und sowas, seid ihr nicht mal mehr im Standby-Modus, ihr werdet komplett abgeschaltet. Und dadurch erreichen wir bei Kunden also bis zur Energieeinsparung von 65%. Also das finde ich schon immens. Das sind halt alles Themen, mit denen wir uns dann halt auch wirklich rumschlagen. Dann würde ich das weitere Passwort nehmen. Lights out Warehouse, ne? Also ein vollautomatisches System, bedarf keiner Beleuchtung, bedarf keiner Heizung etc. Man sollte dann halt darauf achten, dass dann halt frostschutzsicher ist und sowas. Aber wie gesagt, Sie brauchen keinen Werker, keinen Kommissionierer mehr in diesem System. Somit können Sie auch schon absolute Energie einsparen. Ne? Und da ist auch, wie können Sie dann den Kunden auch diese Einsparmöglichkeiten am besten vermitteln? Also geht das dann auch über datenbezogen, dass man wirklich dann auch die Auswertung dann aus dem Logistikzentrum heranzieht? Oder wie funktioniert das? Genau, also wir fahren Auswertungen aus diesen Logistikzentren, wir fahren Auswertungen von unseren Bestandskunden etc. Und ja, auch bei Neuanlagen, wenn man dann natürlich gerade in diesem Installationsprozess ist und sowas, wissen wir genau, was wir für Technologien verbauen, was für Motoren etc. Und dann machen wir halt natürlich auch eine Energiegesamtverbrauchsrechnung, ne, die dann auf den neuesten Werten beruht. Und somit sieht der Kunde dann halt auch schon, oh, was ist so in der Vergangenheit gelaufen und was erwartet mich jetzt? Und wie ist das Feedback dann also der Kundschaft? Also gibt es da positive Überraschungen, was alles möglich ist, oder wie würden Sie das klassifizieren? Also ich glaube, also positiv ist erstmal alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat und dass man sich damit dann auch befasst. Natürlich erwartet die Kundschaft das auch, ne? Also jeder ist von den Herausforderungen betroffen, die die Neuzeit halt mit sich bringt. Und wir müssen uns dem Ganzen halt auch stellen. Und das tun wir mittels unserer neuesten Technologien etc. Und wie gesagt, der Kunde erwartet das. Nichtsdestotrotz möchte ich auch mal eine Lanze für die Intralogistikbranche brechen. Also bevor das Wort Nachhaltigkeit eigentlich schon existent war, also haben wir eigentlich schon auf Langlebigkeit gesetzt, ne? Die automatischen Systeme haben ja meistens eigentlich immer eine Laufzeit von 20 Jahren oder länger. Also zumindest ist in der Intralogistik das Wort Nachhaltigkeit schon länger verankert. Das Wort Intralogistik wurde auch erst später dann geschaffen. Insofern, ja, also sehr, sehr interessante Einblicke. Was würden Sie denn so, wenn man das jetzt zusammenfasst, wir haben verschiedene, ja, diese Herausforderungen haben uns ja die Teilnehmer auch hier mit an die Hand gegeben. Wir haben gehabt in der Wortwolke zum Beispiel die Nachhaltigkeit, CO2-Minderung. Wir hatten Automatisierungsanforderungen, wir hatten Kostendruck in der Wortwolke drin. Also es war sehr vielschichtig, ebenso vielschichtig wie auch der Lebensmittelbereich natürlich ist, mit den unterschiedlichen Produkten und Sortimenten und den unterschiedlichen Lieferketten. Wenn Sie es runterbrechen müssten, was würden Sie gerne Unternehmen mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, sich ja, sicher und nachhaltig aufzustellen in der Lebensmittellogistik. Worauf sollte man achten? Dr. Presti Filippo. Ja, Herr Pieringer, also ich denke mal, weiß gar nicht, ob man das noch den Unternehmen mitgeben muss. Was man durchaus sieht, ist, dass in der Unternehmensstrategie, so in der Vergangenheit Kostenreduktion, dass quasi so zwei weitere Aspekte dazugekommen sind, nämlich dass ein Unternehmen tief verankert angekommen ist, also wirklich auf entscheidender Ebene, ob Geschäftsführer, Vorstand, die Nachhaltigkeit. Das Bewusstsein, dass ein Unternehmen nicht nur profitabel ist, sondern dass es auch nachhaltig agiert.
als auch die dritte Komponente, um es gleich zu vervollständigen, dass Unternehmen wirklich das Ziel inne ist, dass die Arbeitsbedingungen auch bestens funktionieren und man dort kein schlechtes Gewissen haben muss. Das ist wirklich präsent. Und was halt, Sie, Herr Diefenbach, gerade gesagt hatten, nämlich diese Kollaboration im Sinne von Nachhaltigkeit, diese Zusammenarbeit, dass die extrem präsent ist. Also was ich sehr positiv finde, ist ein anderes Beispiel aus einem von einem Lebensmittelproduzenten, der Zucker aus Zuckerrüben produziert. Da war früher heißt so vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, die kritische Situation. Es wurde ganz klassisch das Geschäft, das ist ja schon 100 Jahre alt, das ist ja schon ganz lange laufend, stabil in Strukturen, in ausgeprägten Produktionsstätten, Supply Chain, auch schon seit vielen, vielen Jahren präsent. Aber was im Sinne von Kooperationen in der Vergangenheit schwierig war, war vielleicht die Datensysteme es auch nicht erlaubt haben, dass vielleicht die Agrarbauern vielleicht melden konnten, wann denn vielleicht die geernteten und dort lokal gelagerten Zuckerrohr, Rüben vielleicht nicht mehr so gut aussahen und vielleicht eine höhere Priorität bekommen sollten, dass sie jetzt verarbeitet werden, dass solche Meldungen viel früher reinkommen, wirklich in einer hohen Priorität bearbeitet werden, aber es auch nicht nur wegen den Kosten im Sinne von Verlust, sondern auch von der Nachhaltigkeit, dass sie auch bitte verwertet werden und nicht dann vielleicht, weil bestimmte Produktionsanlagen unausgelastet sind, dass eine große Vernetzung dazu beiträgt, dass dann abgewogen wird mit dem CO2-Footprint für die Produktion dieser Lebensmittel und zu sagen, nehme ich vielleicht einen erhöhten Kauf zu einer anderen Produktionsstätte in Kauf, wo aber die Summe der CO2-Bilanz trotzdem noch negativer ist, als zu sagen, man nimmt in Kauf, dass diese jetzt unbrauchbar auf den Feldern zurückgelassen werden oder wieder dann durch Kleinhaken auf den Feldern zurückgeführt werden als Nährstoff der nächsten Generation. Und das finde ich schon beeindruckend, dass ein Unternehmen hoch engagiert, durch IT-Systeme vernetzt, als auch in der gesamten Supply Chain betrachtet, so etwas dann optimiert wird. Und das freut einen natürlich als Mensch oder als Logistiker, dass solche Prioritäten dann dazu beitragen, dass man auch zeigen kann, nachweisen kann, dass das entsprechend auch bei der Zuckerproduktion nachhaltiger geworden ist als vielleicht früher noch, wo sowas vielleicht als Kostenfaktor im Rahmen einer Gewinn- und Verlustrechnung beiseite geschoben wurde. Das sind durchaus positive Sachen, die da auch. So ein sehr interessantes Umdenken. Vielen Dank, Dr. Brestifilippo. Herr Diefenbach, zusammengefasst, wo sollten Unternehmen aus Ihrer Sicht ansetzen? Also grundsätzlich gehen die Anforderungen auch heute noch nicht nur von der Gesetzgebung, wenn es um Nachhaltigkeit geht, sondern auch vom Konsumenten aus. Ich glaube, gerade in der Lebensmittelindustrie haben wir den wesentlichen Treiber des Konsumenten, der nach Nachhaltigkeit fragt, die entsprechend will. Und deshalb ist das Thema auch nochmal so viel präsenter vielleicht als in anderen Industrien in der Lebensmittelindustrie. Grundsätzlich, um auch das aufzugreifen, was gesagt wurde, als Unternehmen, und das sehen wir mit jedem Kunden, mit dem wir eigentlich sprechen, wenn es um Supply Chain Strategie und Konzept geht, gibt es nicht mehr nur die Faktoren Kosten, Service, sondern mittlerweile Nachhaltigkeit und Resilienz. Und alle diese 4 Themen sind letztendlich absolut im Zentrum, und die Strategie, die Konzepte sollten immer basierend auf diesen 4 Themen abgewegt werden. Ja? Und grundsätzlich startet alles mit der Strategie und wird dann entsprechend in den verschiedenen Supply Chain Bereichen umgesetzt. Und hier ist es ganz wichtig, dass man seine Anforderungen als Unternehmen klar hat und dies entsprechend dann auch umsetzen kann anhand dieser 4 Faktoren. Vielen Dank, Herr Diefenbach. Herr Schlüter, was würden Sie den Unternehmen gerne mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, den Anforderungen gerecht werden? Also ich würde es ganz kurz machen aufgrund der Zeit. Also achten Sie darauf, dass, beziehungsweise gebe ich Ihnen an die Hand, machen Sie Nachhaltigkeit zu einem Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie und achten Sie auch bei der Auswahl Ihrer Lieferanten auf Nachhaltigkeit. Ja. Vielen Dank, Herr Schlüter. Ja, wir sind in der Tat am Ende der Diskussionsrunde angelangt. Ich fand es einen sehr, sehr spannenden Austausch mit Ihnen. Wir haben verschiedene Perspektiven und Sichtweisen kennengelernt.
Und ich denke, wir können für uns mitnehmen, dass ja, die Kooperation sehr wichtig ist, die passende Supply Chain Strategie, die Möglichkeiten von IT-Lösungen, von modernen IT-Lösungen sollte man nutzen für Optimierungen und auch natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit Automatisierungstechnik, die Energie einsparen hilft und eben auch dann über die IT-Vernetzung dazu beiträgt, dass die Intralogistikprozesse und dann die folgenden Logistikprozesse auch optimiert werden können weiter noch in der Lebensmittellogistik. Ja, ich hoffe, dass Ihnen, liebe Podiumsdiskussionsrundenteilnehmer, es ebenso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich möchte Ihnen herzlich danken für den Austausch und dass Sie viele interessante Aspekte hier in der Runde erläutert haben.